Schluss mit Verletzungssorgen, WM-Frust und dem alten Glücksbringer. Kingsley Coman, 21, will in der neuen Saison endlich einen Stammplatz. Dazu gehört auch ein Neustart nach dem Syndesmoserriss im linken Sprunggelenk, 3 Monate Pause ab Februar, und der Nichtnominierung für Frankreichs WM-Kader. Gute Laune bei der internen Meisterfeier Anfang April trotz Verletzung, Kingsley Coman Foto, Dennis Broster der Bayern-Star, Vertrag bis 2023, legt dafür nun endgültig seinen Glücksbringer aus den ersten Profijahren bei Juventus Turin und in München ab, sein buntes Perlenzöpfchen am Hinterkopf. Coman zu Bild, das war eine Erinnerung an die Zeit, in der ich noch lange Haare gehabt habe. Es ist aber schon 5 Jahre, dass ich die Zöpfchen hatte. Deswegen habe ich auch die letzte Erinnerung daran abrasiert. Pep Guardiola holte ihn 2015 nach München, Coman trug da auch noch das Zöpfchenfoto, Dennis Broster alle 10 Tage lässt sich der Offensivstar die Haare schneiden. Kollige Outfits trägt der Sprinter noch. Aber seine Frisuren sind nicht mehr ganz so ausgeflippt. Der Shootingstar, manchmal lasse ich mir aber ein Muster einrasieren. Früher war ich verrückt. Heute bin ich schon reifer. Im Pokalfinale kehrte Coman zurück, hier gegen Frankfurts Mijat Gacinovic, er. Foto, Axel Schmidt-Reuters ohne Zöpfchen, aber mit mehr Köpfchen kehrt Coman beim neuen Trainer Niko Kovac, 46, zurück. Coman war bereits Anfang 2018 kurz davor an den Super Oldies Franck Ribéry, 35, und Arjen Robben, 34, vorbeizuziehen. Dann stoppte Coman der Syndesmoserriss. Starkes Duo auch vor dem Weihnachtsbaum, Kingsley Coman und David Alaba, er. Foto, Dennis Broster auf eine starke Saison mit Coman über die linke Seite setzt auch David Alaba, 25. Der Außenverteidiger zu Bild, wir haben gezeigt, dass wir zusammen auf der linken Seite sehr gute Spiele abliefern können, aber es geht natürlich immer noch besser, vor allem, je öfter man zusammenspielt.